Und damit schauen wir nach Magdeburg zu Daniel Koop, der für uns natürlich die Wettersituation weiter beobachtet. Daniel, du stehst schön draußen in der Sonne und wenn ich das richtig deute, dann stehst du an einem See. Was ist der Hintergrund dafür? Ja, ganz genau, Carsten. Ich stehe an einem See, genauer gesagt am Adolf-Mittag-See in Magdeburg. Da kommen viele Kindheitserinnerungen bei mir hoch und sicherlich auch bei ganz vielen anderen Menschen auch. Denn wir haben weiter klirrende Kälte und das lädt natürlich ganz viele Menschen ein beziehungsweise bringt ganz viele Menschen auf die Idee, ob man nicht vielleicht auch Schlittschuh fahren könnte. Das Trügischere ist dabei und das schauen wir uns einfach mal an. Es gibt hier eine Eisfläche, aber ich glaube, man kann es auch deutlich sehen, diese Eisflächen, die sind dann teilweise nicht sicher. Ich habe zwei Experten hier bei mir, und zwar Nico und Olaf vom DLRG hier in Magdeburg. Ihr seid die Eisexperten und dann sicherlich auch die Experten, wenn es um das Thema Rettung geht. Jetzt fragen sich natürlich ganz viele, ist es denn sicher, einen solchen See zu betreten? Was muss ich da beachten? Das ist natürlich immer die Frage, die kann man so auch nicht direkt beantworten. Das Problem ist, dass auch nach Dauerfrost die Möglichkeit besteht, dass die Eisfläche eben nicht konstant durchgefroren ist. Konstant durchgefroren und sicher werden ungefähr 15 cm Eisdicke. Und wie wir hier auch vorhin schon probiert haben, wir schauen uns das einfach noch mal an. Ja, es reicht hier einfach nicht aus. Wir sind hier ungefähr bei 5 cm. Und als wir hier vorhin uns auch schon ein bisschen vorgearbeitet haben, ist hier auch tatsächlich schon die ganze Eisfläche abgesackt. Also hier am Adolf-Mittag-See besser nicht auf die Eisfläche steigen. Okay, vor allem ist es sicherlich auch ein großes Problem, auch wenn es vielleicht vorne sicher aussehen könnte, heißt es ja dann nicht, dass es auf der Mitte des Sees genauso aussehen würde, oder? Das ist richtig. Natürlich auch gerade dadurch, dass hier alles schneebedeckt ist, kann man auch Bereiche nicht einsehen, die vielleicht etwas dünner sind. Und durch unterschiedliche Wärmeströmungen im See kann es natürlich auch mal vorkommen, dass wir in der Mitte des Sees einfach viel geringere Eisdicke haben als vielleicht am Rand. Jetzt stellen wir uns mal die schreckliche Situation vor. Jemand ist ins Wasser gefallen. Auch wir tragen übrigens hier, da wir uns sehr nah am Wasser aktuell befinden, Rettungswesten. Jetzt ist jemand ins Wasser gefallen. Und wie verhalte ich mich denn da? Habe ich da überhaupt irgendeine Chance quasi zu überleben? Denn das Wasser, das können wir uns sicherlich vorstellen, das ist eiskalt. Das ist richtig. Und das Thema Eigenschutz ist auch gerade wichtig, wenn man jemandem zu Hilfe kommen möchte. Das heißt, möglichst nicht auf die Eisfläche steigen, sondern vielleicht irgendwelche Äste, Stöcke, Leitern oder was man gerade so findet, dem Verunfallten anreichen. Wenn man dann tatsächlich ins Wasser geraten ist, hat man die Möglichkeit, sich irgendwie über die Seite vielleicht auf die Eisfläche wieder zurückzuretten und dann auf dem gleichen Wege, wie man zur Unfallstelle gekommen ist, wieder zurück zum Ufer zu gelangen. Wichtig ist dabei noch, sich eben so flach wie möglich auf die Eisfläche zu legen, um dort eben eine Gewichtsverteilung zu erreichen. Wie lange habe ich da überhaupt Zeit? Was ist da meine Überlebenschance? Denn die Körpertemperatur, die wird ja da sehr, sehr schnell in den Keller gehen. Ja, das ist richtig. Also die Körperkerntemperatur, wir sprechen von Körperkern und Körperschale, darf nicht unter 33 Grad fallen, weil es dann eben dazu kommen kann, dass nicht nur der Mensch verkrampft und sich nicht mehr bewegen kann, sondern dass gegebenenfalls auch zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand kommt. Das heißt, wer innerhalb von 10 bis 20 Minuten nicht gerettet werden kann, hat eben schlechtere Chancen. Jetzt sehen wir da auch ein Rettungsutensil, was ihr dabei habt. Erklär mal so ein bisschen, was das ist und wie setzt ihr das ein? Genau, was wir jetzt hier mit dabei haben, ist eine Wurfleine, die hat eine Länge von 30 Meter. Gerade im Uferbereich kann man die einsetzen, um einem Verunfallten eine Möglichkeit zu bieten, sich festzuhalten. Das wäre jetzt was man für den Erstangriff verwenden könnte, ohne sich jetzt in Gefahr selber begeben zu müssen und auf die Eisfläche steigen zu müssen. Eine Frage, die sicherlich auch ganz viele interessiert, jetzt stelle ich mir vor, ich bin mit verschiedenen Leuten wahrscheinlich dann auch hier, dann bekommt einer mit, jemand ist eingebrochen. Verhält man sich dann am besten so, dass man die Rettung dann quasi selbst versucht, so ein bisschen zu unternehmen? Oder gefährde ich mich da mehr? Rufe ich als erstes den Notruf an? Was ist da euer Tipp? Das ist sicherlich nicht zu empfehlen, selbst einen Rettungsversuch zu unternehmen. Man sollte sofort den Notruf wählen, sich generell nicht in Gruppen auf dem Eis aufhalten und auch möglichst im Blick behalten, wo denn derjenige untergegangen ist, dass man dann eben auch schnell als Helfer die Stelle des Unfalls erreichen kann. Ich danke euch ganz herzlich für diese Information. Vielen Dank für eure Arbeit, DLRG Ortsgruppe hier aus Magdeburg. Also wir haben es gehört, das Ganze lädt natürlich ein. Viele haben Lust, auf die Seen zu gehen, aber es ist einfach aufgrund der aktuellen Situation noch extrem gefährlich. Also da muss man sehr vorsichtig sein und vor allem ganz genau sich auch bei der zuständigen Gemeinde, bei der zuständigen Stadt erkundigen, ob die Seen, ob die Gewässer wirklich freigegeben sind. Daniel, danke nach Magdeburg und danke auch für das Gespräch mit der DLRG in diesen kalten Zeiten. Aber es war sehr wichtig, nochmal die Situation zu verdeutlichen, wie gefährlich es ist, auf die Seen in Deutschland jetzt zu gehen.